Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr einschaltet zu einem neuen Video. Ja, es ist mal wieder Podcast-Zeit. Eigentlich ist auch schon wieder Podcast-Überzeit. Also ich bin ja schon wieder überfällig vom Podcast her. Aber ja, die Zeit lässt mich im Moment nicht so. Und ich habe euch ja vorgestern den Vlog mal von mir hochgeladen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Einfach mal so ein Tag bei mir, wobei ich da auch wirklich Glück hatte, weil ich von der Uni her nicht so viel zu tun hatte. Es gibt auch andere Tage bei mir, aber die wollte ich euch jetzt nicht so wirklich zeigen, weil ich glaube, das ist nicht so besonders spannend. Ich hoffe, ihr habt euch versorgt. Mein Mann war gerade so nett und hat mir Kaffee gekocht. Und mir seine Tasse zur Verfügung gestellt. Hamburger Kaffeepot, er hat auch den Büsumer Kaffeepot und er kriegt bald den Emder Kaffeepot. Okay, er guckt die Videos auch, aber pst, ne? Ja. Ich habe heute eigentlich so allerhand. Ich habe was Fertiges für euch. Ich habe Wolle für euch. Ich habe was zu essen für euch. Ich habe was zu erzählen. Und ich habe eine kleine Ankündigung, die mache ich aber relativ zum Schluss. Um dem Ganzen so ein bisschen Spannung zu geben. Und ich bewege mich zu viel, die Kamera kommt mit dem Fokus nicht hinterher. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß und dann fangen wir doch einfach mal an mit was Fertigen. Ich habe nur eine fertige Sache, deswegen, ich glaube, die nehme ich in die Mitte. Ich habe was Neues. Das ist dann auch gleich verbunden mit mehreren Projekten, die ich auf den Nadeln habe. Denn ich habe tatsächlich das Stricken jetzt für mich entdeckt, schon über mein Haupt. Diejenige, die sagt, ich werde nie stricken. Ich finde Stricken ganz furchtbar. Jetzt möchte ich nicht mehr häkeln. Doof gelaufen. Also häkeln ist jetzt gerade so, ja, nicht so spannend. Ist natürlich klar, weil beim Stricken lernt man jetzt ganz viel Neues und häkeln ist so altbekannt irgendwie. Auf jeden Fall habe ich mir daraufhin neue Stricknadeln bestellt, beziehungsweise hat mein Mann mir gekauft. Das sind die Knit Pro Symphony. Ja, ihr wisst, ich erzähle. Also Rundstricknadeln mit dem Seil hier. Und das sind jetzt die nicht auswechselbaren. Obwohl ich dachte, sie wären es, aber sie sind es nicht. Das hier ist jetzt die Stärke 2,5. Und darauf habe ich gerade meine zweite Socke. Ich glaube, die erste Socke habe ich, glaube ich, beim letzten Video gezeigt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich die jetzt auch nicht hier. Die liegt in Emden. Die ist nämlich schon fertig. Ja, das ist einfach. Also das ist jetzt die Fersenwand. Hier ist von vorne. Das Muster ist ganz einfach. Das ist einfach nur jede vierte Masche abgehoben. Bündchen ist eins rechts, eins links. Das sind 60 Maschen für Schuhgröße 39 und es passt auch sehr gut. Die habe ich jetzt eben hier auf den Nadeln. Die Wolle ist die Regia. Das ist vierfädrig, könnt ihr sehen, 50 Gramm. Mit dem Verlauf finde ich eigentlich ganz hübsch. Das Einzige, was mich ärgert, also das ist jetzt ja die zweite Socke und ich habe die Fersenabnahmen jetzt gerade fertig. Ich würde also jetzt hier an der Seite mit den Zunahmen wieder anfangen und das ist halt mein Rest. Und damit komme ich halt nicht über die zweite Socke, sondern muss dann, keine Ahnung, noch 20, 30 Gramm von dem zweiten Knäuel anfangen. Und dann habe ich da einfach, ja, 30 Gramm am Ende über und habe keine Ahnung, was ich damit machen soll, weil das wäre ja nochmal fast eine Socke. Aber eben nur eine Socke. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich dann den Beekeeper Quilt mache oder, ja, die Cozy Memory Blanket. Aber das macht halt irgendwie so, ja, jeder jetzt im Moment. Danke. Und ja, weiß ich nicht. Ich bin ja immer eher so diejenige, die es gerne ein bisschen individueller hätte. Müssen wir dann mal gucken, was draus wird aus den ganzen Resten. Oder ob ich, wie die Fanny zum Beispiel, großes Granny irgendwie draus mache. Großes Granny draus mache. Oder es wären einfach kunterbunte Socken für meinen Mann. Mal sehen. Ja, und ich habe aber nicht nur die Knit Pro Symphony in einem, sondern ich habe mir die auch zum
Rausdrehen bestellt. Ich finde sie nicht ganz so toll. Also doch, vom Stricken her ist es toll. Das Einzige, was mich wirklich nervt, ist, dass sich das hier rausdreht. Also dieser Verschluss ist halt einfach nicht fest. Und wenn ich kann es zwar jetzt zudrehen, aber wenn ich hatte ursprünglich auf den Nadeln 253 Maschen. Und wenn du dann mitten im Maschbild bist, dann hat sich das hier halt nicht, ja, das geht hier nicht flüssig drüber. Das ist extrem nervig und auch extrem anstrengend, ehrlich gesagt. Wobei ich das auch nur bei der einen Nadel habe. Also bei der anderen Nadel funktioniert das Ganze reibungslos. Also da flutscht die Wolle so schön drüber. Auf die Nadeln drauf sieht man jetzt noch nicht wirklich, was es wird. Ist der Charming Loop eigentlich. Ich mache jetzt den Charming Schal draus und werde ihm am Ende nachträglich zu einem Loop schließen. Da ich mit dieser, das waren wie gesagt 252 Maschen und das hat mich völlig überfordert, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich jetzt einfach nur hier, müsst ihr euch vorstellen, also, Moment, ja, ungefähr die Breite von dem Schal. Ne? Also so breit wird das Ganze und ich werde es jetzt in die Länge stricken und am Ende dann zusammen machen. Das Besondere am Charming Loop halt, das erkennt man jetzt hier ganz schön gerade. Ne? Theoretisch erkennt man das ganz schön, dass hier, entsteht so ein kleines Lochmuster, die immer voneinander versetzt sind. Erkennt man das? Ja, schlecht, ne? Also da ist ein Loch und dann zieht sich das da so rüber. Ich verlinke euch den unten mal in der Infobox, dann könnt ihr ihn euch angucken, falls euch das interessiert. Das Ganze stricke ich aus diesem Bobble. Das ist der Bobble Kieselsteine von Glory Kühnchen ist der noch. Ja, wie ihr seht, also ich war schon mal relativ weit und habe das dann komplett wieder aufgeribbelt. Ja, die Wolle ist okay. Ich finde den Farbverlauf sehr schön, von diesem Grau ins Anthrazitfarben. Ne? Ich bin mal gespannt, wie er dann, am Ende aussehen wird. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, das habe ich jetzt im Moment auf den Nadeln, also den Charming Loop und die Socken. Und das war es dann eigentlich auch schon, was ich auf den Nadeln habe, weil ich nicht mehr eine Pro-Nadeln habe. Und die, ich hatte von der Heike wer welche geschenkt bekommen und die, ja, wenn man dann die eine Pro hatte und auch von der Spitze her, dann wird man ein bisschen anspruchsvoll. Also es ist okay, aber mehr habe ich jetzt gerade. Doch, ich habe, das liegt aber in Emden, den Adventskalender, also meinen Adventskalender angefangen. Das wären aber auch einfach nur so kleine Socken. In Rot und in Tanngrün, jeweils mit Weiß mit bei und da kommen dann einfach die Zahlen 1 bis 24 drauf und dann werden wir die hier irgendwo im Wohnzimmer aufhängen. Das wird dieses Jahr unser Adventskalender, vorausgesetzt, ich werde noch fertig. Müssen wir mal schauen. Apropos fertig, das ist mein Stichwort. Die liebe Sarah Linde hat ja den Warm und Gemütlich Elong, der läuft jetzt noch, ich glaube, 4 Tage oder 3 Tage. Welchen haben wir denn heute, den? 27. Der Monat hat 31 Tage. Ja, 27, 28, 29, 30. Genau, noch 4 Tage. Und ich habe fertig meinen Beitrag dazu. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht an den Kerzen verbrenne. Ich habe das Edelweiß fertig. Ja, das sind 1200 Meter. 3-federig. Und ich finde den Verlauf einfach wunderschön. Also, ich zeige es einmal von nahen. Also unten haben wir hier so ein richtig schönes Blau, dann geht das ins Aquamarin, ins Türkis. Genau, das ist mein Beitrag zum Warm und Gemütlich Along. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch fertig werde damit, zumal ich auch etwas später angefangen habe, weil ich wollte eigentlich gar nicht mitmachen. Aber irgendwie, dadurch, dass dann jeder mitgemacht hat und ihr kennt das ja mit dem Gruppenzwang und so, hat es mich dann doch gepackt und ich war mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht fertig werde, allein aufgrund des Studiums jetzt. Aber fertig! Die Wolle war von Kreativshop von Fern, da bestelle ich übrigens sehr, sehr gerne. Die stellen auch Customs her, also da könnt ihr euch die Farben selber auswählen. Und der Kundenservice ist genial, wenn ihr mal Fragen habt oder Probleme habt, dann könnt ihr den auch einfach schreiben. Ich habe einiges von Kreativshop von Fern, also... Ja.
Dann, ich bin irgendwie, ich hüpfe hier heute so ziemlich durch, ne? Das tut mir leid. Dann habe ich bei Astrids Wollstübchen, weil ich ja jetzt momentan so auf Socken stehe und Sockenwolle so ziemlich drauf anspringe, habe ich bei Astrids Wollstübchen zwei Knäuel bestellt, beziehungsweise zwei Stränge sind es ja in dem Fall. Und die sind vorhin gekommen. Also ich hätte auch gestern schon für euch einen Podcast gedreht, gestern Abend, aber ich habe auf die Wolle gewartet. Und jetzt heute Morgen kam sie und dann dachte ich so, ja, wunderbar. Wir haben hier einmal den Strang Beagle. Okay. Der sieht so aus. So mit Braun und Weiß, ja wie ein Beagle irgendwie, ne? Also ich finde, es passt. Das Einzige, was mich, das ist jetzt mein persönliches Problem im Endeffekt, stört, ist halt eben, wie dieser Strang aufgewickelt ist. Weil ich habe keinen Wollwickler. Wollwickler. Das heißt, ich muss den jetzt als runden Knäuel wickeln, weil ich glaube, dass man den ja ohne Wollwickler nicht als Cake wickeln kann. Weil als Cake wäre es mir persönlich jetzt am liebsten gewesen. Ja, nicht drüber nachgedacht. Vielleicht hätte sie das gemacht, wenn ich sie frage. Die Zusammensetzung in dem Fall von der Wolle ist 44% Wolle, 14% Polyamid und 42% Baumwolle. Und die Lauflänge sind 400 Meter auf 100 Gramm. Ja, also nochmal vom Nahen. Wenn meine Kamera dann... Ah, seht ihr das? Kann ich das auch nochmal zeigen. Ich bin gespannt, wie die Socke am Ende aussieht. Ob die sich dann ringelt oder ob die sich scheckt. Oder ich werde auf jeden Fall Dinos draus machen. Und das andere ist taufrisch. Das sieht so aus. Also der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und bei den Socken, abgesehen davon, dass, also es werden alles Dinos, denke ich mal, oder vielleicht ist abgehoben musste. Und bei denen möchte ich Latexmilch drunter machen, damit ich dann Stoppersocken habe. Ich stehe total auf Stoppersocken. Ich liebe Stoppersocken. Egal ob gekauft oder ja, jetzt neuerdings dann auch selbst gemacht. Also wenn ihr noch Socken, Stoppersocken habt, die ihr nicht mehr braucht, ich liebe Stoppersocken. Ich könnte den ganzen Tag nichts anderes tragen. Ja, auf jeden Fall möchte ich da für mich Stoppersocken draus machen. Bei dem hier weiß ich es noch nicht genau. Ob das für mich wird, ob das für jemand anders wird, ob da überhaupt Socken draus werden. Obwohl, ich muss ja, also gut riechen tut es nicht, ne? Man riecht so leicht die Säure. Na egal. Dann nochmal waschen. Ja, auf jeden Fall, die beiden sind neu in meinem Stash. Aber ich habe noch mehr Zuwachs. Ich habe auch noch mehr Sockenwollzuwachs. Es steht ja jetzt nun mal bald Weihnachten an, ne? So langsam, ja, ist man, glaube ich, schon spät dran, so mit Weihnachtsgeschenken. Oder sollte zumindest einen ungefähren Plan haben. Den habe ich natürlich nicht. Ich habe nie den Plan. Schon mein ganzes Leben nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass kurz vor Weihnachten mein Bruder noch Geburtstag hat, nämlich 5 Tage vorher. Und ja, dadurch, dass sein Geburtstag dieses Jahr auf Montag fällt und das darauffolgende Wochenende ist dann nämlich direkt schon Heiligabend, fällt sein Geburtstag leider so ein bisschen flach. Weil ja, ich bin in Emden, er ist auch in der Uni und ja, Familie halt arbeiten und sowas, haben wir halt gesagt, gut, dann kann er jetzt halt nicht feiern oder er hat von sich aus das auch gesagt. Damit sein Geburtstag aber nicht ganz untergeht und ich hoffe, er schaut meine Videos nicht, kriegt er von mir ein paar Socken gestrickt. Die kriegt er dann an dem Sonntag, gebe ich ihm die dann, bevor ich nach Emden fahre. Dann darf er die Montag auspacken, dann im Dezember, damit er zumindest so ein bisschen Geburtstagsgefühl hat. Und zwar, na, wer erkennt's? Ja. Das, jeder hätte natürlich jetzt gleich losgeschrien, das ist Borussia Dortmund, richtig. Also mein Bruder ist großer Borussia Dortmund-Fan und ich habe die in dem kleinen Wollladen gefunden, die Wolle, die ich euch in meinem Vlog gezeigt habe.
Und ich musste die unbedingt mitnehmen. Das ist von Regia, so eine Stadion Edition heißt die, glaube ich. The Sock Wool. Ja, keine Ahnung, steht jetzt hier nicht drauf. Ich gehe da mal von aus, ne? Das ist die Farbe 05391. Ja, BVB-Socken. Und da ich die hier gefunden habe und dann ja bald Weihnachten ist und mein Papa uns zum ersten Weihnachtstag eingeladen hat und mein Papa nun so gar nicht auf Borussia Dortmund steht, sondern auf Schalke 04, habe ich die hier noch mitgenommen. Vom Blau her passt es eigentlich eher zu Hertha BSC. Es ist nämlich kein Königsblau, aber ich glaube vom Prinzip her wird es verstanden, was ich meinem Papa damit sagen möchte. Da steht das übrigens auch drauf mit dieser Stadion Edition. Bekommt auch mein Papa Socken. Genau. Auch das sind 75% Schurwolle, 25% Polyamid. Und die Farbe ist 05395. Genau, also die beiden sind auch noch, oh, weißt du, wenn man die schon so zusammenhält und kennt ihr, also wisst ihr das, Schalke 04 und Borussia Dortmund, das ist ja so, geht gar nicht und so. Aber jetzt hier, ihr müsst zusammen und ihr werdet von einer Nadel gestrickt. Ja, auf jeden Fall, die beiden sind auch neu in meinem Stash gelandet. Und übrigens, liebe Angie, solltest du das sehen, du hast recht, man bewegt tatsächlich ständig die Wolle. Anstatt, dass man sie einfach so vor die Kamera hält, macht man so und so und so und ja. So und so. Hm. Doof, ne? Ja. Ich muss mich mal gerade ein bisschen anders hinsetzen. Ich sitze hier auf dem Fußboden auf so einem Kissen, damit ich keinen kalten Hintern kriege. Aber besonders gemütlich ist das ja nicht. Hallo, mein Schatz. Möchtest du mir einen Muffin geben? Ja, ich nehme auch wohl noch einen Kaffee, warte. Ja. Kaffee. Danke, mein Schatz. Ja, dann. Wenn du dich benimmst, schneide ich das auch nicht raus. Ich gehe davon aus, dass du das nicht rausschneidest. Ja, es kommt ganz drauf an, was für Wörter du jetzt sagst. Ich habe nämlich vorhin Muffins gebacken. Ich esse ja eigentlich gar nicht so gerne Gebackenes, aber die... Ich möchte mich jetzt nicht selbst loben, aber die sind mir echt gut gelungen. Die sind sehr lecker. Und eigentlich wollte ich vor der Kamera nicht essen. Ja. Danke. Schokomuffin. Also Triple Schokomuffin, um genau zu sein. Für die Weight Watchers Linie. Den werde ich jetzt essen. Oh, ich kann das ja schneller stellen, dann hört man das nicht. Okay, der war lecker, aber ich hätte noch ein bisschen was dran ändern können. Das mache ich jetzt das nächste Mal. An dieser Stelle übrigens, falls du das guckst, hallo lieber Alex, da wir gerade in der Wollis-Gruppe geschrieben haben, wollte ich dich einfach grüßen. Ich glaube, ich habe einen Schokoflash. Okay, ihr Lieben, machen wir weiter, wenn wir schon beim Essen sind. Und zwar war ich für meine Familie, beziehungsweise für meine Freunde ein bisschen Lebensmittel shoppen. Ich sollte irgendwas mitbringen, was typisch ostfriesisch ist an Süßigkeiten. Die Ostfriesen essen wenig Süßigkeiten. Also Alkohol, hochprozentigen, ja, den findest du schon, so mit Leuchttürmchen und Friesengeist und irgendwas mit Sturm noch, aber so typisch. Ja, so typisch ostfriesisches Essen gibt es hauptsächlich zu Ostern und zu Weihnachten und dann auch eher an den Bäckereien, habe ich mir jetzt sagen lassen. Aber was typisch ostfriesisch eigentlich ist, ist diese Marke Küstengold. Ich glaube, die gibt es hier, also zumindest hier bei uns in Osnabrück, nur für Zucker.
Und da kriegst du halt allerhand. Ja, das sind jetzt hier so Gummihaifische und die sind auch aus Leer. Also das wird auch in Ostfriesland hergestellt. Klar, typisch ostfriesisch, ne? Und was auch total geil ist, zumindest sagen mir das alle, weil ich, also ich mag ja kein Nutella, ich mag ja, wenn überhaupt, dann nur Nuspli. Und das auch nur ganz, ganz selten und gelegentlich. Aber was ich meinem Mann jetzt mitgebracht hatte, war das hier. Und nachdem ich davon erzählt habe, also mir persönlich ist es zu süß, sollte ich das gleich mal mitbringen. Das ist Nutella aus weißer Schokolade. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr dieses, oh, wie heißt das denn? Dieser Mix, da ist einmal Schoko und halt diese weiße Creme drin. Und das ist das nämlich nicht. Also das ist nicht diese weiße Creme aus diesem Milchmix heißt das, glaube ich. Sondern das ist wirklich weiße Schokolade. Ist jetzt natürlich nichts für die Veganer unter euch, also das tut mir dann leid. Aber solltet ihr mal in Ostfriesland sein, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es das nur in Ostfriesland gibt, aber ich habe es jetzt hier in Osnabrück nicht gefunden. Da habe ich zwar auch so eine weiße Creme gekriegt, das war aber gesehen, das war aber Kokosnuss. Und das ist halt echt weiße Schokolade. Brotaufstrich mit 2,5% weißer Schokolade. Ja. Oh, hergestellt wird das in Enschede. Also in den Niederlanden. Sehr ostfriesisch. Egal. Auf jeden Fall, das sollte ich noch mitbringen. Und was auch extrem lecker ist, falls ihr kein Leitungswasser mögt, sondern lieber Sprudelwasser trinkt und mal in Ostfriesland seid, dann probiert auch das von Küstengold. Das ist echt leckeres Wasser. Also ich habe ja sonst immer so das Problem, dass mir Wasser, entweder ist es mir zu sprudelig oder ist es mir zu salzig. Obwohl ich gerne Salz mag, aber das ist echt perfekt. Da bin ich auch bereit, ganze 35 Cent für die Flasche auszugeben, zuzüglich Pfand. Das als Studentin. Aber ich ernähre mich auch nur von Wasser und Brot, ne? Dann kann das Wasser ja auch ein bisschen teurer sein. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich nur Spaß mache. Ja, dann kommen wir doch einfach mal hierzu. Diejenigen, die meinen Vlog gesehen haben, ahnen jetzt schon, was kommt. Ich reiße es nochmal kurz an. Ich war am Dienstag im Wollgeschäft bei uns in Emden, also bei mir in Kleinfaldern. Und habe mich da mit der Besitzerin so ein bisschen unterhalten, weil ich ja auch eben für euch ein paar Aufnahmen machen wollte. Und ich muss ja bei sowas, muss man ja mal erstmal um Erlaubnis fragen, da man da ja die Copyright und die Persönlichkeitsrechte und sonst verletzt. Und dann kamen wir so ins Plaudern und sie meinte dann so, ja, wie viel, also, dass sie das halt total cool findet hier mit Videoblog und warum ich denn keinen schriftlichen Blog hätte und dann auch eben so Zeitfaktor und Geldfaktor. Und da habe ich nämlich auch hier die beiden her. Und dann kam, wollte ich die beiden bezahlen, dann kam sie eben mit dieser Tüte voll Wolle an. Und sie meinte so, ja, das sind zwar also nur Reste, aber vielleicht können sie damit ja was anfangen und dann können sie da vielleicht auch ein bisschen drüber erzählen. Sehr gerne, weil ich habe mich erschrocken, es sind nicht nur Reste. Also wir haben ganz unterschiedliche Wolle da mit drin, teilweise eben auch keine Banderole mehr drum, also kann ich euch leider nicht sagen, was das für Wolle ist. Wir haben hier einmal die hier. Ich vermute fast, dass das die Prolana, wie hieß sie denn? Ich habe die schon mal verarbeitet vom Gefühl hier. Die wirkt relativ elastisch, hat auf jeden Fall Wollanteil mit bei. Dann, ist das dieselbe? Nee, okay. Haben wir nämlich quasi die auch nochmal in Pink. Ich habe der Frau nicht gesagt, dass ich nichts schlimmer finde als Pink, aber der Gedanke zählt. Ich werde auf jeden Fall irgendwie was Cooles draus machen und meiner Cousine oder so schenken, weil die liebt Pink. Und ja, mir tut das beim Angucken schon weh. Dann haben wir damit bei von Langjans die Omega. Das ist 50% Polyamid-Mikrofaser und 50% Acryl-Mikrofaser. Das sind 50 Gramm und circa 130 Meter. Das soll ja nicht Maschen heißen, ne? Nee. Die war da einmal bei. Die fässt sich auch sehr schön an, obwohl das ja nur Polyacryl ist. Dann haben wir hier eine sehr dicke Wolle in Orange. Ja, die Farben kommen jetzt leider nicht ganz original rüber. Es ist ein bisschen heller.
Das ist auch so ein Rest und fühlt sich auch sehr weich an, ähnlich wie die beiden. Ich vermute mal, dass das eine Tour ist. Dann war da noch bei, das fühlt sich ein bisschen fester an in Grau. Aber von dem halt, wie das gewickelt ist, gehe ich mal davon aus, dass das eine Firma ist. Dann war da noch bei dieses coole Knäuel. Seht ihr das? Das hat so einen leichten Farbverlauf. Da. Da weiß ich auch nicht. Da ist auf jeden Fall Schurwolle mit drin. Das spüre ich, wollte ich gerade fast sagen. Aber ja, das merkst du beim Anfassen. Dann haben wir noch von online die Linie 1. Da hat sich meine Kamera verabschiedet. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Also, das nächste ist von online, die Linie 110 Timona. Das sind 60% Schurwolle, 40% Polyacryl sind 50 Gramm auf, steht nicht bei, sind 50 Gramm. Die Farbe nennt sich 203 und schaut so aus. Ein sehr, sehr schönes dunkles Grau. Da freue ich mich schon, etwas Farbiges mit zu kombinieren. Ich weiß aber noch nicht genau, was ich damit kombinieren werde. Eventuell käme das ungefähr hin. Nee. Mal gucken, was daraus wird. Vielleicht mache ich, weil ich glaube, ich kriege aus einem Knäuel keine Handstulpe, sonst könnte ich mir daraus auch sehr gut Stulpen vorstellen. Oder ich kombiniere es tatsächlich damit. Das könnte... Es passt von der Dicke her nicht. Muss ich mal gucken. Das nächste, was da noch mit bei war, ist ebenfalls von online, die Linie 114 Gala. Das ist 100% Schurwolle. Superwash. Das wollte ich eigentlich sagen. Superwash und Schurwolle. Das ist diese Farbe. Das ist ein sehr schönes Beige, Ocker, Braun. Die Farbe nennt sich 72. Also sehr schön, wobei man das auch kombinieren könnte, aber da hätte ich dann nichts zum Anziehen zu. Oder man kombiniert das. Das. Ich muss mal schauen. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Dann war in der Tüte zweimal nochmal die Linie 110 Timona mit der Farbe 10. Ein schönes Schwarz. Da geht der Zettel schon ab. Also sehr, sehr schön. Dann haben wir noch von Solo Seta die Linea Pura. Achso, von Lana Grossa. Die hatte ich schon mal. Also so eine ähnliche hatte ich schon mal. Naturpur für Mensch und Umwelt. Die Farbe 008. Und das ist 100% Seide. Das sind 50 Gramm und ergeben ca. 100 Meter. Das ist eine traumhaft schöne Farbe. Ich habe nur noch nie 100% Seide verarbeitet. In Wolle. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, wie sich das verarbeitet, wie sich das verhält, auf was ich da achten muss. Ich bin ganz gespannt aufs Verarbeiten, wie das wird. Dann haben wir hier noch zweimal so Lila-Töne. Finde ich auch sehr schön, wobei das ist eher Beere. Und das dürfte auch eine Partie sein. Also eine, nicht eine Partie, sondern eine Marke. Und hier dieses Pink. Ich überlege gerade, die könnte ich meiner Mama geben. Die steht so auf diese Töne. Dann war damit bei noch so ein Grau. Und da hatte sie wohl ursprünglich auch einen Socken oder sowas draus gestrickt und hat mir das jetzt eben mitgegeben zum Aufribbeln. Mal sehen. Und dann kommt eigentlich so mit das Spannendste für mich. Das ist einmal dieses hier und seht ihr das? Das ist fusselig und das ist ganz, ganz weich, aber es juckt mir auch ein bisschen in der Nase. Da ist leider keine Banderole bei, aber das ist so, ja, das mag man, obwohl es mir in der Nase irgendwie juckt. Ich habe keine Ahnung, was das ist für ein Garn.
Schade eigentlich. Vielleicht hebe ich das auf und ich frage sie mir nochmal, was das ist. Die Farbe ist echt wirklich schön. Sie kommt bei euch jetzt sehr blau rüber. Sie ist bei mir aber eher türkisfarben. Und dann, was ich ganz interessant fand, also spannend von Rhone, Fine Lace. 80% Baby Surrey Alpaka und 20% Fine Merino. Merino Wool. Eigentlich müsste es ja auf dem Englisch tatsächlich Merino sein. Merino. In einem richtig schönen hellen Grau. Und das ist so weich. Also da ist ein Babypopo und Schiss gegen. Das ist so, so schön weich. Also unfassbar. Ja, und das war in dieser Tüte und das hat die Frau mir einfach gegeben zum Verarbeiten, zum Ausprobieren. Das gefällt mir unheimlich gut und finde ich unheimlich toll. So, ihr Lieben, so viel dann dazu. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Danach benötige ich einen Trommelwirbel. Okay, Trommelwirbel. Ihr Lieben, ich habe eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Und zwar steht ja jetzt bekanntermaßen nun bald Weihnachten an. Und ich möchte mich bei euch allen bedanken für alle neuen Abonnenten, für alle alten Abonnenten, die mich regelmäßig gucken, auch wenn ich leider nur so unregelmäßig Videos hochlade. Und daher habe ich mir überlegt, dass es doch ganz nett wäre, wenn wir mal zusammen etwas handarbeiten. Und da habe ich mir quasi ein bisschen was überlegt. Und zwar erinnern sich vielleicht einige noch, ich weiß gar nicht, in welcher Folge ich das hochgeladen habe, und zwar habe ich ja mal das Medley gehäkelt. Genau, gehäkelt. Das Medley ist ein Tuch, das ihr so nicht bekommen könnt, da ich die Anleitung damals selbst geschrieben habe und eigentlich auch gesagt habe, dass ich diese Anleitung niemals rausgeben werde. Nun habe ich mir für euch überlegt, mit euch zusammen, also ich werde das für euch machen, aber dass wir zusammen einen Adventskalender machen. Ich stelle mir das Ganze so vor. Ich werde vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Video hochladen. Die ersten paar Videos werden Basic-Videos sein und dann werden wir zusammen dieses Tuch häkeln. Das heißt, ich werde euch diese Anleitung zur Verfügung stellen über das Video. War das jetzt verständlich? Ja, ich glaube schon. Das heißt also, ihr bekommt eine Videoanleitung zu diesem Tuch von mir. Und um das Ganze so ein bisschen interessanter und ein bisschen spannender zu machen, habe ich mir überlegt, dass man vom 24. Dezember bis zum 24. Januar die Möglichkeit hat, dieses Tuch eben zu häkeln. Ich werde am 24. Januar die schriftliche Anleitung euch zur Verfügung stellen über Ravelry. Und dann in einer Gruppe, in einer Ravelry-Gruppe, die ich noch eröffnen werde, da werde ich euch dann den Link hier unten reinsetzen, könnt ihr eure fertigen Werke veröffentlichen und dann machen wir ein kleines Gewinnspiel. Ich werde am 25. Januar dann nachschauen, welche drei Tücher die meisten Loves bekommen haben, also die meisten Herze und damit die meisten Stimmen. Die ersten drei, die am meisten bekommen haben, also Stimmen, werden eine Kleinigkeit gewinnen. Es wird aber wirklich nur eine Kleinigkeit sein. Und zwar wird es einmal ein Bobble von, also einen Strang Sockenwolle von Astrids Wollstübchen geben, welches weiß ich noch nicht. Und ich werde mir dann irgendwie noch was anderes überlegen, nur um da gleich das zu sagen, also es wird nichts besonders Teures sein, nichts besonders Hochwertiges, sondern etwas, was jedem auch irgendwie gefallen kann. Denn ja, ich finde einfach, so ein Gewinnspiel muss Spaß machen, muss euch Spaß machen, aber es muss auch mir Spaß machen. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass ich jetzt nicht regelmäßig Gewinnspiele machen werde. Ich sage das deshalb dazu, weil halt öfters auch schon so dann mal Stimmen laut wurden wie, ja, du könntest dann ja öfters ein Gewinnspiel machen. Oder auch in meinem Bekanntenkreis habe ich das eben erzählt, dass ich das mit euch vorhabe. Und auch da wurde dann, ja, aber du musst das ja regelmäßig machen. Also bei aller Liebe, Leute, ich kann mir das nicht leisten regelmäßig.
Ich möchte euch einfach nur was zurückgeben zu dem, was ihr mir einfach alles gebt. Und da dachte ich, vielleicht wäre diese Anleitung dann ja nicht schlecht. Genau. So viel dazu. Ich werde euch gleich nochmal ein Foto vom Medley einblenden, damit ihr euch da was drunter vorstellen könnt. Vielleicht ein paar Infos, was ihr benötigt. Also, um das Ganze mitzuhäkeln, benötigt ihr eine Häkelnadel. Ihr benötigt Wolle, mindestens 750 Meter Lauflänge. Ich habe das Ganze mit Farbverlaufsgarn gehäkelt, 750 Meter dreifädrig. Ich habe drei Testhäklerinnen im Moment, die meine schriftliche Anleitung noch probehäkeln, damit sie auch wirklich für Anfänger verständlich ist. Und die eine Probehäklerin hat es aus 500 Metern gemacht, das hat eigentlich gut funktioniert. Ist aber sehr kurz, hat also so ein bisschen Lätzchenfaktor, wie die Angie immer sagt. Und die anderen beiden machen das aus Modalwolle von Vulpedia. 1000 Meter, da habe ich jetzt noch keine Ergebnisse, aber ich glaube, vom Prinzip her funktioniert das auch sehr gut. Ja, farbtechnisch seid ihr da natürlich völlig frei und ich bin ganz gespannt, was ihr für Werke da raushauen werdet und ich freue mich sehr auf euch und ich werde am 26. Januar über Reverie und über YouTube dann die drei Gewinnerinnen bekannt geben. Oder Gewinner. Vielleicht machen hier auch Männer mit. Ja, gibt es da noch irgendwas zu sagen? Achso, und auch Leute, die eigentlich noch nie gehäkelt haben, bekommen damit die Möglichkeit, das mitzuhäkeln, dadurch, dass die ersten Videos eben Basics sein werden. Von Anfang an, wie mache ich eine Luftmasche, wie mache ich eine feste Masche, wie mache ich Stäbchen, wie mache ich Reliefstäbchen? Weil mehr braucht ihr dafür nicht. Doch, Doppelstäbchen brauchen wir noch einmal. Bin ich die ganze Zeit unscharf? Jetzt habe ich mal in die Kamera geguckt und nicht auf mein Display. Naja. Ja, auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin total gespannt, wie eure Anteilnahme ist und ob ihr da überhaupt Bock drauf habt. Und naja, aber selbst wenn nicht, ist mir auch egal, weil mir die Vorbereitung einfach schon Spaß macht und das Kopfzerbrechen darüber, was ich euch dann schenken könnte, wenn ihr gewinnt. Ja, ich bin ja eher so ein Mensch, der sehr gerne plant. Obwohl ich total planlos bin, ne? Weil ich halte das nie ein, was ich da plane. Ja, bla. Erstmal was trinken. Ich freue mich so. Jetzt habe ich euch das gesagt, weil ich weiß das eigentlich schon seit so 6-7 Wochen, dass ich das mit euch machen möchte zu Weihnachten. Aber ich wollte nicht schon mit Weihnachten anfangen. Im Juli. Im August. Ja. Gut, ihr Lieben. Eigentlich habe ich auch gar nicht mehr viel zu erzählen. Also gar nichts. Ich würde ja normalerweise mich dann jetzt von allen verabschieden, die kein Interesse am Privaten haben, aber ich habe auch nichts zu Privates zu erzählen. Ich kriege jetzt übermorgen Möbel, also am Samstag. Am Montag kommt mein Bett. Da muss ich nicht mal vor Luftmatratze schlafen. Und das war es am Privaten. Mehr ist hier im Moment nicht. Ich sehe müde aus und ich bin auch so müde. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Ich kann euch nicht sagen, wann das nächste Mal ist. Ich möchte euch nämlich eigentlich auch nur, ja, ich möchte eigentlich nur filmen, wenn es sich halt auch irgendwie lohnt. Und für drei Reihen, die ich an den Socken geschafft habe, lohnt sich das eigentlich nicht, das hochzuladen. Und ich glaube, so interessant ist das dann auch nicht. Es kann aber sein, dass öfters jetzt mal Vlogs kommen, weil das hat mir unheimlich Spaß gemacht, einfach dieses ganze Blabla und mal so meinen ganzen Gedankenwirrwarr loszuwerden, den ich so habe. Und dafür ist YouTube auch irgendwie eine super Plattform, egal ob es einen interessiert oder nicht, es ist auf jeden Fall so, das kann man auch so wunderbar hinterher, also nebenher laufen lassen, das mache ich auch, ich gucke mir ganz gerne Vlogs an, jetzt nicht, weil mich besonders das Leben dieser Menschen interessiert, sondern weil das so mindless einfach irgendwie ist. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, bis dann. Tschüss!